Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie immer hoffe ich, dass es dir gut geht. Und ja, ich habe mir was richtig Cooles einfallen lassen. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle die besagte Miesmuschel von SpongeBob, die irgendwie immer nur ja und nein und vielleicht sagen kann. Sowas gibt es als App. Es soll keine Werbung sein, aber ich muss wahrscheinlich Werbung markieren, weil ich das Ganze hier zeige. Und die App heißt einfach Miesmuschel. Die kann man sich einfach runterladen. Das ist auch kostenlos. Sehr wahrscheinlich ist da Werbung mit drin. Aber ja, ich dachte mir, denn da gibt es nicht nur Ja- und Nein-Antworten oder Fragen, sondern auch Wahrheit und Pflicht. Und ja, ich dachte, wir beantworten mal ein paar Wahrheitsfragen. Und zwar geht man dann einfach, ich weiß nicht, ob man das gerade sieht. Man geht dann in der App einfach hier drauf. Und dann habt ihr da so Kategorien, die ihr aussuchen könnt. Und ich entscheide mich jetzt einfach für die jetzt Spiele. Und dann gehen wir auf Wahrheit. Ich weiß noch nicht, was bei Pflicht rauskommt, aber ja. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Na, schon mal in der Schule gepupst? Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich so nicht beantworten. Ich denke mal, ich meine. Also, okay, es gibt ein kleines Geheimnis, ja? Okay, das ist auch kein Geheimnis, das ist einfach eine Macke von mir. Und zwar, immer wenn ich shoppen gehe oder einkaufen gehe, muss ich dann halt dort pupsen. Und das mache ich auch. Wenn du unsichtbar wärst, was würdest du als erstes tun? Wenn ich unsichtbar wäre, was würde ich als erstes tun? Gute Frage. Also wahrscheinlich die meisten würden jetzt sagen, ja, Bank ausrauben und so, ne? Nee, gar nicht. Ich würde irgendwas Cooles tun, was mich dann weiterbringt, wenn ich nicht mehr unsichtbar bin. Mein Traumberuf, dass ich, keine Ahnung, in eine Firma reingehe und da irgendwie meine Unterlagen abgebe und schon mal einen Stempel drauf machen mit sehr gut wollen wir haben und dann laden die mich ein. Oder ich würde nackt rumlaufen. Ich meine, ich bin ja unsichtbar, also sieht mich ja keiner. Ja, und ich würde einfach heimlich immer zu den tollsten Flügen mitfliegen. Keine Ahnung, Kroatien, Griechenland, Ägypten, was weiß ich. Ich werde einfach immer heimlich im Flieger mitgeflogen. Ich meine, ich bin ja unsichtbar. Ich glaube, man könnte so viele Sachen machen, wenn man unsichtbar wäre. Ja. Wann wurdest du das letzte Mal rot und warum? Also, wenn ich rot werde, dann nur, wenn ich mich schäme. Ach so, ja, okay, ich weiß es. Ich war am Samstag mit meiner Schwiegermama Eis essen. Ich glaube, das war Samstag. Und keine Ahnung, sie macht mir immer voll die schönen Komplimente. Und ich bin das wirklich nicht gewohnt, dass jemand zu mir sagt, hey, du bist echt ein hübsches Mädchen. Ich kenne halt immer nur das Gegenteil. Und ja, das ist schon sehr schmeichelhaft. Und ja, sie hat das so laut gesagt und ja, keine Ahnung. Also ich wurde einfach rot, weil irgendwie, ja, mir ist das unangenehm. Vielleicht nicht peinlich, aber ja. Welchen Teil deines Körpers würdest du gerne größer machen und warum? Welches Teil meines Körpers würde ich gerne größer machen und warum? Oh ja. Jetzt, Leute, haltet euch fest. Bitte, Leute, haltet euch jetzt irgendwo fest. Ich würde gerne meine Füße größer machen, damit ich mir die geilsten Jordans kaufen kann, die es gibt. Die gibt es nämlich meistens immer nur in den großen Größen ab, keine Ahnung, 45. Ich weiß, das würde optisch einfach nicht gut aussehen. Ich bin nur 1,65 und hätte dann so Riesenfüße. Aber ja, ich hätte gerne größere Füße, um wirklich in den Schuhen reinzupassen, die es nicht in Deutschland gibt. Die gibt es meistens in Amerika. Ich liebe Jordans, Leute, ihr wisst das. Jordans, meins. Meins. Oder generell Nikes sind auch echt schöne Schuhe. Wenn du ab jetzt für den Rest des Abends nur noch drei Worte benutzen dürftest, um dich auszudrücken, welche wären es? Das ist ziemlich gemein. Drei Wörter nur noch? Drei Wörter und Oh.
Also das meiste, was ich am Tag sage, ist, ich hab Hunger. Das passt. Das sind drei Wörter. Ich hab Hunger. Das würde ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ich würde es sagen. Ja. Wer hat in diesem Raum den miesesten Geschmack? Also, wir haben ja hier so viele Leute. Yeah! Wenn du ein Tier sein könntest, welches wäre das? Allgemein, jetzt so mag ich sehr, sehr gerne Leoparden und Pumas. Aber ob ich auch wirklich ein Puma sein möchte, das ist die Frage. Ich weiß ja nicht, wie es so ist, ein Tier zu sein. Ich hätte jetzt spontan gesagt, ein Vogel, warum? Weil er viel reist und ich möchte gerne reisen. Er kann jedes Land bereisen und ja, sie sind so schwerelos, sie können fliegen und ja, irgendwie so. Welche Person in dieser Runde sollte unbedingt zum Friseur gehen? Ja, ich auf jeden Fall, weil meine Haare sind very, very broke inzwischen. Ich weiß noch, wo ihr mir geschrieben habt, ey, oh mein Gott, Michelle, du hast so gesundes Haar, wie machst du das? Wie machst du das? Und ja, das Video habe ich auch noch hier auf meinem Kanal. Ich benutze eigentlich immer nur Haaröl, Shampoo ohne Silikone und Parabene und meistens halt nur so Naturshampoos und so Trockenspülungen. Aber ich habe das wirklich eine. Ich habe locker jetzt 6 Monate dieses Zeug alle nicht mehr benutzt. Ich bin rübergegangen zu den typischen Shampoos, die halt nicht so gut sind, benutze kein Haaröl mehr. Und ich bin ehrlich, ich habe mir da zur Weihnachtszeit viel Locken reingemacht, weil wir Besuch hatten und ich wollte die natürlich hübsch aussehen. Und ja, die sind jetzt ein bisschen splissig geworden. Aber ich krieg das eh wieder hin. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wäre das? Langweilig. Wann wurdest du das letzte Mal rot und warum? Langweilig. Erzähle von deinem bisher schlimmsten Albtraum. Boah, mein bisher schlimmster Albtraum. Also ich, ja, das ist kein richtiger Traum. Ich glaube, das ist, wenn man entspannt. Leute, ihr wisst, ich habe Fallangst. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie Höhenangst. Sondern, also diejenigen, die Höhenangst haben, ja, die stehen dann irgendwo ganz oben auf der Plattform, gucken runter und sagen, oh mein Gott, ich kann das nicht sehen, ich habe Höhenangst. So, ich bin diejenige, die nach oben geht, runterguckt und sagt, okay, aber wenn zum Beispiel da jetzt eine Schaukel wäre, die, kennt ihr diese Videos, wo eine Riesenschaukel ist, die mitten in so einen Wald führt? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, wo man halt wirklich in der Luft schwebt. Das könnte ich nicht. Also ich habe nicht die Angst, das zu machen, sondern ich mache diese Sachen bewusst, damit ich diese Angst verliere. Und zwar, ich schrecke sofort zusammen, knie mich auf den Boden, bin in der Ecke und kriege so einen Anfall. Also das, ich weiß nicht, das ist genauso wie beim Fahrstuhlfahren. Das, was ich nicht selber kontrollieren kann, was ich nicht selber mache, davor habe ich extreme Angst, also Fallangst. Zum Beispiel würde mich jemand die Treppen runtertragen. Es geht gar nicht. Es geht gar nicht, weil ich weiß, ich mache das gerade nicht. Es geht nicht. So, aber wenn ich selber die Treppen runterlaufe, ist das kein Problem, weil ich weiß, ich mache das gerade. Und im Fahrstuhl ist es eben was anderes. Dieses Ding bewegt sich einfach und ich weiß nicht, wann es sich bewegt, wann es stoppt, wann es was macht. Und mit dem Aufzug nach oben zu gehen, kein Problem. Kein Problem. Ohne Scheiß. Aber wenn ich runtergehe, ich weiß nicht, was das ist. Es ist diese. Ich glaube, ihr normalen Leute, ihr spürt das nicht, was ich spüre in diesem Moment. Es, sobald etwas runtergeht, spüre ich einen enormen Druck auf meinem Körper. Der ist so komisch, dass ich sofort zusammenzucke. Ich muss in irgendeine Ecke gehen und dort warten, bis alles vorbei ist. Ich kriege direkt Bauchschmerzen. Oh, das ist so schlimm, ne? Aber ich versuche trotzdem alles zu machen und ich glaube, mein größtes Problem ist es, zu fliegen. Ich habe gesagt, ich werde niemals in meinem Leben fliegen. Diese Entscheidung habe ich in meinem Kopf jetzt umgeändert. Ich möchte unbedingt mal in mein Leben fliegen, weil man lebt nur einmal und ich möchte auch gerne, Leute, ich habe einfach einen Traum,
überall gewesen zu sein. Ich möchte unbedingt viel reisen, ich möchte Städte sehen, ich möchte Länder sehen, ich möchte die Kulturen sehen und ja, da muss man auch mal mit dem Flieger los. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte das unbedingt irgendwann mal machen. Wann, weiß ich nicht. Ich werde es machen, nur ich weiß nicht, ob mein Körper das aushält. Wann hast du das letzte Mal gelogen? Oh, Werbung. Wann habe ich das letzte Mal gelogen? Kann man sich eine Lüge behalten? Also wenn man lügt, kann man sich das behalten, wenn man gelogen hat? Boah, keine Ahnung, ey. Ich lüge sehr selten. Und wenn ich lüge, dann, ja, dann sage ich danach einfach die Wahrheit. Also, zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, und geht's dir gut? Und mir geht's nicht gut, dann sage ich, ja, mir geht's gut. Und dann ein paar Minuten später sage ich, nee, mir geht's doch nicht gut. Also eigentlich decke ich das selber immer wieder auf, weil ich dann ein schlechtes Gewissen habe und ja, keine Ahnung. Ich bin da richtig komisch. Das ist eigentlich eine sehr gute Eigenschaft von mir. Aber ja, viele sagen, Notlügen bringen einen echt weiter. Wer aus der Runde, glaubst du, hat den größten Brustumfang? Es ist natürlich der Geist neben mir. Würdest du jetzt gerne küssen? Natürlich mein Freund. Wen sonst? Mich selber vielleicht? Nein, Spaß. Schnarchst du nachts? Oh, das ist eine Frage. Wie soll man das beantworten? Leute, wie soll man das beantworten? Ich meine, stelle ich Kameras auf, während ich schlafe? Höre ich selber, ob ich nachts schnarche, wenn ich schlafe? Ich meine, man schläft. Wie soll man dann hören, ob man schnarcht? Ich denke nicht. Ich hoffe es. Es wäre natürlich sehr peinlich. Wen aus der Runde würdest du am liebsten in ein Schwein verzaubern? Was ist das Schönste, das du je mit einem anderen Menschen erlebt hast? Oh ja, was ist das Schönste, was du je mit einem anderen Menschen erlebt hast? Also sofort fällt mir auf jeden Fall mein Freund ein, weil er mich einfach in den schlechtesten Zeiten unterstützt hat und die eben zu den schönsten Zeiten gemacht hat. Wow, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich kann es jetzt nicht ganz klar auf eine Situation sagen, aber allgemein, einfach, dass mein Freund von Anfang an zu mir steht, dass er mich unterstützt, aus den schweren Zeiten rausgeholt hat und dass wir einfach jetzt ein Leben zusammenführen. Und ja, ich finde, das ist wirklich eine sehr schöne oder das schönste Geschenk überhaupt. Was ist das Peinlichste, was du besitzt? Was ist das Peinlichste, was du besitzt? Soll ich das zeigen? Aber vielleicht findet ihr das ja ganz süß. Einen Moment. Also kurze Warnung, ja. Also ich finde es nicht peinlich, aber ich kann es mir vorstellen, dass es andere Leute peinlich finden würden. Ich finde es eigentlich ganz süß. Okay, ich bin ehrlich, es ist ab und zu peinlich, wenn Freunde oder so sagen, hey, kann ich mal dein Schlafzimmer sehen? Und dann kommt einfach der hier. Ja, das ist übrigens Tigger. Und Tigger habe ich von meinem Freund geschenkt bekommen. Aus dem Kaufland. Ich weiß gar nicht, ob ihr Kaufland kennt. Und ja, er hat mich schon angeguckt. Mein Freund hat es gesehen und hat gesagt, den nehmen wir mit. Ja, und ich finde ihn mega süß. Er ist so mega riesig, Leute. Er ist richtig riesig und ja, ich kuschel damit voll gerne. Okay, Leute, ihr merkt, es wiederholt sich einfach ständig. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, aber schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal ein. Denn die liebe Miesmuschel werden wir nochmal benutzen in einem Schminktutorial. Also die Miesmuschel wird im nächsten Video entscheiden, was für ein Make-up ich machen werde. Ich denke, ich mache ein Full-Face-Make-up. Das kann witzig werden, weil man hat ja die Funktion ja, nein, vielleicht, keine Ahnung. Und
Ich bin mal gespannt, was dann dabei rauskommt. Ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. So, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Gib diesen gerne einen Daumen nach oben, um mich weiterhin zu unterstützen. Und wenn du immer noch nicht abonniert hast, dann mach es jetzt. Ich warte. Einfach ein Stück nach unten scrollen und rechts von dir oder links von dir steht abonnieren und darauf musst du einfach klicken, es ist kostenlos und ja, dann warte ich mal. Du hast jetzt auf jeden Fall noch Zeit. Ja, genau da. Jetzt nur noch draufdrücken. Perfekt. Vielen lieben Dank für dein Abo. Du hast alles richtig gemacht. Und ja, freue dich auf das nächste Video. Bis dahin. Tschüss.